Jetzt müssen wir zur nächsten Kammer. Da ist leider eine kleine Lücke, aber du siehst es bestimmt schon. Oben über der Ja, Plattform ich sehe. ist was, wo man seinen Haken irgendwie reinschießen kann. Wenn ihr an diesem Heckzeichen vorbeikommt, können wir uns um die Stabilisatoren Genau. kümmern. Danach solltet Jetzt ihr müsste bereit sein, ich loszurennen. entweder was erzählen oder du lässt dich überraschen und versuchst selbst zu gucken, was passiert, was dir lieber ist. Selbst gucken. Okay, dann selbst gucken. Ich bin kurz vorm Eins. Sterben, dann kannst du ja was sagen. Ja, eins sage ich, auch da wird es wieder passieren, dass immer wieder halt irgendwie eine Horde von diesen Sprungtruppen kommt, zusätzlich. Und die sollten wir dann schon versuchen zu töten, wenn es geht, relativ zügig, weil die vergreifen sich auch gern mal an den Heilern. Das sind aber auch relativ schnell niederzumachen. Was ist denn dieses Pechsträhnen-Ding da in unseren Buffs? Das hab ich noch nie gesehen. Das Pechsträhnen-Ding in unserem was? In unseren Buffs. Bugs? Buff. Buffs. Ich glaube. Na, du wolltest ja selbst gucken. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, es hat was mit dem Kampf Es hat jetzt zu eine tun, halt. Plattform, Irgendwie, wie ich was es man sagen tun muss, habe. irgendwie, Das um aus dieser werdet ihr Kammer gleich lebend wieder feststellen. rauszukommen. Okay. So, die beiden Ritter und in der Kammer hier kann man dann diese Konsole noch einfach so bedienen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich überlade die. Und damit hat diese Exarchengestalt nämlich ein Problem und verdünnisiert sich. Das war jetzt noch einfach, ja. Nichts wie hinterher, würde ich sagen. Schon wieder. Rüber, nehme ich an. Oh. Da habe ich einen falschen Turn gemacht. Inwiefern? Bist du woanders Inwiefern, gelandet? dass ich abgestürzt bin Oh. und jetzt wiederkommen muss, aber Okay, ich halte hin. ja, die Gruppe schaffst du noch, denke ich. Schaffst du sogar ganz bestimmt. Kann nur länger dauern. Auf dem Weg. Jetzt ist auch nichts mehr mit einsperren. Wir sind schon in der Offensive sozusagen. Und alles getötet, was uns hätte einsperren können. Gefährten habe ich noch nicht wieder. Moment, den muss ich mal neu holen. Das wäre besser. Bitte? Das wäre besser. Ich glaube, irgendwas stimmt mit deinen Kopfhörern nicht. Oder mit deinen Boxen. Das wirst du dann in der Aufnahme hören, dass sich meine Lautstärke überhaupt nicht geändert hat. Ah, das ist ja nicht live. Da kannst du ja viel manipulieren. Es ist nicht live. Am Ton kann ich leider nichts ändern. Wenn ich dich könnte, manchmal. Hast du Headset oder Mikro? Ich hab was?
Mikro und Headset. Also aufnehmen tue ich mit dem Mikro. Gut. Gell? Ja. Jetzt ist eh einfach. Also wir müssen nur noch alles töten. Hier ist es jetzt so. Nee, ach so, ich soll ja nichts sagen, ne? Ja, nur wenn es schwierig wird. Ja, bisher kamen wir aber prima durch. Also entweder sind wir wirklich so gut oder sie haben doch nochmal die Schwierigkeiten ein klein wenig geändert. Aber das sehen wir jetzt, weil die Kammer dürfte schon ein bisschen schwerer werden. Okay. Na dann. Tschakka. Niemand fordert meine Autorität heraus und überlebt es. Die Bushis wollen wir auf jeden Fall nicht hier haben. Wir müssen weg. Ah, das hat geklappt. Was macht ihr da? Ja. Ich hab sie nämlich gerade schon wieder verjagt. Nur Blins. Sehr gut. Ah, dann gucken wir in der dritten Kammer bestimmt auch gut durch. Wie, Drake, halt dich. Hallo? Drake, ups, mal erschöpft. Hallo? Gefährte? Mein Gefährte? Hallo? Ich hab Bock auf dich, weil du ständig über ihn meckerst. Über sie. Es. Über es. Wenigstens weiß ich, ob es Mann oder Frau ist. Es ist gar nichts. Mit allen Mitteln und um jeden Preis. Was ist meine Maus? Also auf den Exarchen musst du nicht gehen, wie du natürlich gleich in der ersten Kammer schon gesehen hast. Weil auf die. Nee, auf den kann man auch so keinen Schaden machen. Ne? Kann ihn dazu bewegen, halt die Kammer hier zu verlassen. Und diese Drohnen in den Ecken hier, die droppen ein zweites Alpen, wenn du das mal aufnimmst gerade. Und um diesen zweiten Alpen, so ein gelbes, kannst du jetzt zu dem Exarchen gehen und ihn damit überladen. Also zu dem Big Boss, der da steht. Der Hoffnung, dass er dich dabei nicht unterbricht. Und wenn du es schaffst, ihn zu überladen, dann müsste links hier die Konsole wieder klickbar werden. Und wenn wir die klicken, dann haut er wieder ab. Das war endgültig. Hat er jetzt noch nicht getan. Okay. Wieso jetzt nicht? Jetzt hast du es geschafft, ne? Ihn zu überladen, oder? Steht da. Das wird helfen.
hier nochmal. Ich mach die Erz. Sehr gut. Und jetzt ist die Konsole wieder klickbar bei uns. Und damit beendet man den Kampf hier. Ja, aber erst bei der Konsole wird es ja dann nicht beim Überladen. Ja, und jetzt sieht er langsam schon, dass ihm so ein bisschen die Mittel ausgehen. Den Ring haben wir jetzt geschafft. Und jetzt müssen wir da oben auf diese Arena. Ui. Recht weit, aber ich glaube, wir schaffen das. Ich verlasse mich da jetzt auf deinen Mund. Absolut. Ich glaube, den haben sie schon ein bisschen genervt, ja. Aber der haut auf jeden Fall schon mal wie Omme zu. Also ich hoffe, dass unsere Heiler da einfach stehen bleiben. Wenn die Heiler wieder erwarten, doch hops gehen, wir machen weiter bis zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du mit dem Jedi-Ritter gut kiten kannst. Stabil bin ich nicht. Nee, kiten im Sinne von, dass du halt eher so immer so ein bisschen von ihm wegläufst. Also nicht im Nahkampf einen Meter vor ihm stehen bleibst und einfach draufhaust. Ja? Also wenn du Angriffe hast, die du auch im Laufen benutzen kannst. Das hat mir bei dem Agenten zumindest ein bisschen geholfen. Fall, dass die guten kann ich nicht im Laufen machen. Ja, okay, dann müssen wir einfach probieren. Echtes Problem ist, dass der auch gerne kickt. Ist alles dicht hier, oder? Ja, noch. Ich denke, man gehen irgendwelche Fenster auf, dann ist man auch schnell mal weg. Ich versuche mich immer irgendwie vor der Wand zu halten. Ja. Ich vermute auch mal, dass wir den doch irgendwie relativ einfach runterkriegen. Solange unsere Heiler stehen, dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wir werden sehen. Ich kann jetzt auch meine Vermächtnisfähigkeiten einsetzen. Der ist natürlich zäh und er selbst haut schon ganz ordentlich zu. Irgendwann macht er dann auch noch so Bodenkreise. Je nachdem, wie gut unsere Heiler sind, kann man denen auch ausweichen. Aber solange wir nicht gekickt werden und die Heiler stehen, glaube ich, dass wir das gut hinkriegen. Ja, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Dann machen wir mal einen Versuch. Chaka. Fake wagt noch mehr als sonst, aber macht ihren Job. Ja, das sieht gut aus. Anna hat ein paar Probleme, aber... Ich sterbe. Meinst du deswegen? Na, die noch nicht. Na, jetzt geht's wieder. Ich dachte so, das Kämpfen vertieft, dass es Heilen vergessen hat. Ja. Hm, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier oben. Hier komm ich wieder runter. Yay. Ja, super. Jetzt hast du natürlich Gear gewählt, das war nicht so gut. Weil ich brauche die Jacke nicht, ja. Ich hoffe, ich kann mit X einfach passen, genau. Okay, gut. Braucht die, glaube ich, auch nicht. Ich würde mich wundern, wenn du schon viele Sachen mit 208 hast. Ja, das, was ich trage, ist 208. Alles hast du schon nicht aus... Nicht alles, aber die Jacke. Okay. Dafür würde ich bei den exotischen Dingens Bedarf machen, ja. Ich bin ja Crafter. Nichts wie raus, ja, hat er gesagt. Wer ist sie? Ja. Jemand. Teheran? Irgendjemand hat es gesagt. Ich weiß es.
kann mir das doch anhand der Stimme nicht melden. Und jetzt mal ganz grundsätzlich, wie oft macht man das? Einmal? Video! Also wenn sie mal befreit sind, sind sie befreit. Ja, ich sehe es, sie sagen ja nichts. Video! Die sagen doch nichts. Die machen es aber auch dramatisch. Tiere! Seid verdammt. Sag ich doch. Total verdammt. Yes! Bitte? Wir haben eine Festung zerstört. Ja, eigentlich schon zwei. Welchen Planeten haben wir gerade gerettet? Belsarvis, ne? Belsarvis, ja. Okay, da hat es natürlich die richtigen getroffen, die ganzen Verbrecher, aber... Jetzt sollte es besser werden. Ja, da waren ja auch viele unschuldig eingesperrte Imperiale dabei. Ja, uns überhaupt. Ich muss eine Belohnung wählen, wenn es nur eine gibt. Hallo? Annehmen. Ich muss eine Belohnung wählen, will der mich veräppeln? Dann halt nicht, dann behalt deinen Scheiß doch. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Ich glaube, man bekommt eine angezeigt, muss die aber schließen und erstmal die andere annehmen. Unmodifizierte Stiefel, das ist ja der Knaller. Was ich schon immer haben wollte. Wir gehen jetzt beide nicht, aber das wird sich irgendwann sicher noch regeln. Ja, eigentlich, die muss man pro Planet nur einmal machen. Okay. Ich vermute mal, viele gehen öfter rein, entweder mit Twinks oder einfach, um da zu looten. Ja. Also abgesehen von den lila Items, die man da kriegt und wo man sich, glaube ich, auch Teile außen einbauen kann, gibt es auch noch einen Walker, der sehr selten ist. Ja, dann gibt's, werden dann ganz normale Flashpoints oder was? Ja, wird dann so wie jetzt. Ja, also nur, dass du es halt jetzt in deinem Missionsjournal ist es abgeschlossen. Ja. Das heißt, du musst es nicht mehr machen für eine Story, die vielleicht noch kommt oder so. Und ich muss auch die Quest vorher nicht nochmal machen. Genau. Okay. Ja, genau. Ab jetzt, wenn du die wiederholen willst, kannst du ganz normal da zum NPC gehen und sagen, Expertenmodus. Dann wählst du Belsarvis aus. Wenn du ihn nochmal mit anderen machst oder jemand helfen möchtest oder so, dann geht das. Okay. Ich will unsere Leistung auch nicht schmälern. Wir waren toll, ja, absolut. Es scheint aber doch schon ein bisschen leichter geworden zu sein. Ja. Kann man schon sagen. Also wir hatten jetzt beide Pferden auf 10. Die waren doch sehr stabil, auch in den letzten Kämpfen. Diese Kammern sind normalerweise jetzt nicht ganz so schön. Und der Endboss schon gar nicht. Aber das haben wir prima hingekriegt, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja. Was natürlich auch einen Titel bekommen, glaube ich. Nämlich Befreier von Belsarvis. Damit es auch jeder weiß. Und... es gibt bestimmt auch was, wenn man alle Planeten oder die ersten 6, sind ja eigentlich nur 6 jetzt befreit hat. Und natürlich, wie du wahrscheinlich auch in deinem Questjournal siehst, möchte gern Grigrol nochmal mit dir sprechen. Grigrol, ja. Er ist bestimmt sehr zufrieden, dass du seinen Planeten halt gerettet hast. Den muss ich erstmal finden. Der ist bestimmt bei dir irgendwo in der Zentrale. Ich überhol dich. Nee. Dafür weiß ich schon, wo ich hin muss. Aha. Ich werde ihn schon finden. So groß ist es ja nicht. Bestimmt im Hangar. Hast du mit Janisa auch schon mal geschaut, ob du weitere Gefährten von deinen Alten zurückholen kannst über dieses Terminal hier? Das will ich ja nicht machen. Ach so, willst du nicht machen? Ich habe das Terminal gesehen, ja, aber nein, will ich nicht. Okay. Großmoff Kilran hätte ein derart unprofessionelles Verhalten. Du wirst mir jetzt hier auch in der Festung angezeigt, aber du bist ja nun hoffentlich nicht in meiner Festung, ne? Nein, natürlich. Ich rede gerade mit Krokol. So. Sehr schön.
Ja, dann war's das mit dem mit der Sternenfestung. Zur Frage, wie oft man das machen muss oder die Quests überhaupt oder ob man die nochmal wiederholen muss. Im Endeffekt dreht sich ja alles so ein bisschen zum einen darum, möglichst viele Gefährten zu bekommen. Warum auch immer. Ist noch nicht so ganz klar, Okay. was das in Zukunft bringen wird. Vielleicht auch nur den Spaß dabei. Und zum anderen geht es um diese Kisten, die man bekommt. Wir haben ja jetzt wieder eine auswählen können. Bei den H2s gibt es auch immer welche. Naja, die kann man halt gegen Wurf eintauschen, also gegen Neigung. Gegen den Ruf von diesen Allianztypen, von den Hallo, Vieren, Amanda. also von der Wie kann ich Schmugglerkönigin, helfen? von dem Ja. Flottenadmiral. Wenn ich ehrlich sage, Deswegen sind wir weiß alle ich ein zum bisschen unter Beispiel, Druck. Ich dass hoffe, ihr. diese Fehlermeldung da, Hacken geht erst ab Stufe Das ist mir 10, halt nicht bezieht sich ganz kalt, darauf. da draußen die Augen nach. Insgesamt geht es Abgesehen insgesamt davon. bis 20, was immer das dann bringen mag. Das kommt vielleicht noch in den nächsten Verstanden. Kapiteln. Zusätzlich bekommt man dann aus den Kisten, wenn man sie abgibt, wieder diese anderen Kisten für sich. Da sind wieder Gefährtengeschenke drin. Also im Endeffekt, diese Kisten sind so das zentrale Element, glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn du eine Stufe steigst im Ruf von irgendjemand, kriegst du auch nochmal eine extra Belohnung, die du dir hier bei dem Datenpad in dem kleinen Raum abholen kannst. Und da sind dann wieder relativ viele, ich glaube 20 grüne und auch noch leuchtende und sogar strahlende Kristalle drin. Und wenn man die sammelt, kann man dafür wieder tolle Sachen kaufen. Ja. Strahlende Rüstung habe ich gesehen. Genau, also Kiste, Kiste, Kiste. Kleiner Raumdatenpad. Ja. Ach, das war das, was da lag, wo auf einmal Zeug drin war, genau. Ja, genau. Und das passiert immer genau dann, wenn du halt eine Stufe gestiegen bist bei einem oder mehreren der Experten, dann kannst du quasi da das nochmal als erfüllte Mission abgeben und was dafür bekommen. Was mir noch passiert ist, wieder typisch, ja, ich habe natürlich von meinen Twinks so ein paar Kisten angesammelt und habe meinen Main dann reingeschickt und der hat die Kisten bei den Experten alle auf einmal abgegeben, sodass er auch teilweise um 3 Stufen gleich gestiegen ist. Bekommt man natürlich nicht 3 Belohnungen, sondern nur eine. Das Ja, ist so. ja Das mache ich beim nächsten Mal dann auch anders. Das ist wieder Betrug. Ja. Weil die Kristalle bringen es halt schon. Ja. Damit rüste ich ja dann auch wieder den nächsten aus und so weiter. Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön, halt, wie du das gemacht hast, dass man auf dem Planeten diese H2-Quests macht. Viele von denen kannte ich gar nicht und es ist eine nette Abwechslung. Ja, vor allem jetzt, wo man sie solo machen kann. Genau, ja. Also ich finde es eigentlich ganz nett. Wenn man auf Voss geht, kriegt man sogar noch Ruf für den Planeten. Also ich finde es wirklich, das ist nett gemacht. Und jetzt Klingt bin ich auch. gespannt, was du mir vorhin schon erzählt hast, nämlich diese Locations, wo man halt für Kaisen festjagt. Das werde ich dann bestimmt auch bald mal anfangen. Ja, es war ganz einfach. War nicht viel los? War keiner außer mir. Oh, okay. Das ist dann eher nicht so viel, ja. Das war gut. Also zu zweit wäre es dann auch schon eng geworden. So viele sind es nur auch nicht. Muss schon auf den Respawn warten. Ja, prima. Also für mich erstmal vielen Dank bis hierhin. Wenn du nochmal eine machen willst, weil du weitere Gefährten willst oder so, jederzeit gerne. Kann man ja auch super solo machen. Das ist weniger anstrengend als zu zweit. Ja, du kriegst Weil die einfacher. Gefährten, die Zerstörung kriegst du natürlich nur im Expertenmodus, denke ich jedenfalls. Ist auch so, glaube ich, ja. Also du kannst keine Sternenfestung zerstören im Einzelmodus. Das zählt dann für die Mission nicht und du kriegst auch den Gefährten nicht. War jedenfalls Glaube. vor dem letzten Patch so. Ich habe keine Ahnung. Sonst wäre es zu leicht, ja. Ich weiß es nicht. Welche hast du denn jetzt schon befreit? Mit Also mit wem, Entschuldigung. Kiran ist es jetzt der erste. Ach Ja. so. Trom hat schon 2 und Kain hat auch 2 oder 3, wobei Kain ist Spezialist, der macht das halt solo. Da brauche ich dann ein bisschen Zeit und Nerven für. Achso, solo, aber im Expertenmodus. Solo im Expertenmodus, im H2-Modus, genau, wo man auch zu zweit oder zu dritt normal reingeht. Ja, so irre war ich ja noch nicht. Den haben wir ja gerade gemacht. Ja. Ja, aber zu zweit und nicht alleine. Ja, ist es auch dann gerade in den Räumen jetzt nicht ganz einfach und bei dem Endboss, dann hängt dann auch, glaube ich, oder war bisher so, auch wirklich davon ab, wie gut dein Heilergefährte ist. Du kannst ja gerne mal probieren, ja. Es geht wohl auch so, also wenn du irgendwann mal Muße hast, es zu probieren und scheiterst meinetwegen erst am letzten Boss oder so, dann bleibt die Instanz ja so gespeichert und
Dann kannst du dir auch jemand oder mich dazu holen, am liebsten mich. Ja, das ist für mich dazu einfach. Noch anstrengender als zu zweit. Also das werde ich mir ganz sicher nicht antun. Nein, aber doch nicht für mich, weißt du? Du kämpfst dich bis zum Schluss durch und wenn du irgendwo hängen bleibst, rufst du mich. Im Traum. Und dann kriege ich auch den Erfolg und den Gefährten nur für ein, zwei Mobs. Die Stunde müsst ihr schon opfern müssen dann. Tut mir ja leid, das jetzt so zu sagen, aber da wird nichts draus. Ich muss mich jetzt erstmal halt irgendwie um diesen Kaisen kümmern, weil nur wenn ich den habe, kriege ich auch Dr. Logan. Genau, bei dem bin ich jetzt gerade. Und den wiederum muss ich am besten vor Dienstag irgendwie bei meinen Chars noch anquatschen, weil man farmt bei dem wiederum Ruf, um ihn zu kriegen, halt mit etwas, was es in dem Event gibt, was am Dienstag wieder anfängt. Hallo Logan, wie geht's? Das werde ich gleich erfahren. Mir hat noch nie ein Jedi bei meiner Mittagspause Gesellschaft geleistet. Ich habe hier noch eine versiegelte Dose mit Zero-Tee für genau so eine Gelegenheit. Ich will nicht spoilern, aber sei ein bisschen gewarnt vor ihm. Ne? Der ist nicht ganz ohne. Ich kenne ihn ja gut genug. Ich war ja sehr lange mit ihm unterwegs. Ich bin mit allen Leuten kritisch. Höflichkeit wegen. Ich traue keiner. Auf jeden Fall, um ihn endgültig zu deinem Gefährten zu machen, braucht man wohl was, was es nur beim Event gibt. Dann hat man euch nicht annähernd genug erzählt. Es war nett, eure Bekanntschaft zu machen. Das ist der ein Gefährte oder Gefährte. Er hat sich, glaube ich, eher so als selbstständiger Unternehmer gesehen. Das ist imperialen Agenten. Ne? Wenn man alt und krank ist, also er war natürlich mir gegenüber loyal, aber... Meine Gesundheit lässt mich im Stich. Also Jedi-Kodex war jetzt nicht so ganz so eins. Ja. Ja, wenn, Leute, die töten die. Ja, aber wenn du ihn angreifst oder wenn du im Dialog ihm was sagst, was ihm nicht passt, dann musst du umso mehr halt irgendwie Einfluss bei ihm wieder gut machen. Im Überleben war ich schon immer gut. Ihr habt sicher Wichtigeres zu tun, als euch die Probleme eines alten Mannes anzuhören. Also den ersten Teil des Einflusses kann man auch jetzt schon erhöhen, indem man ihm halt bestimmte Sachen gibt. Das liegt dann aber an dir, ob du die jetzt beim Aktionshaus irgendwie einkaufst und ihm gibst. Dachte ich mir schon. Und ansonsten halt durch Sachen, die es bei dem Event gibt. Da weiß ich jetzt aber noch nicht genau, mit wie viel Aufwand man auf diese 10.000 oder was man immer noch braucht, bei ihm noch kommt. Ich hoffe nicht so viel. Er ist dankbar für meine Hilfe. Dieser verlogene alte Drecksack. Und für meine besonderen Wünsche bekommt ihr diese Sammelsonden. Folgt den Übertragungen von dort. Aber immer noch besser als der Doktor. Wer ist der Okogrup, der immer mal wieder halt mich fragt, ob ich mich nicht doch mal minimalinvasiv irgendwie der Forschung zur Verfügung stelle. Ja. Für alle anderen bin ich der Kommandant der Allianz und der Retter der Welten. Ja. Für ihn bin ich nur ein Versuchsobjekt. Ich würde jederzeit die Nadel in den Kopf hauen, wenn er könnte. Ja. Bist du extrem interessant? Ja, vielleicht ist die Allianz dann auch extrem führerlos, wenn es schief geht. Na, die haben ja noch mich. Ja. Soll das halten? Ich weiß nicht so ganz, was die vielen anderen Spieler hier auf dem Planeten machen, weil eigentlich ist es ja meine Mission. Ja. Meine Leute, okay, meine Basis. Geeignete Materialien, schmerzstillende Extrakt, metamorphe Zellkulturen, blutstillendes Gel und Autoimmunregulatoren. Genau, das sind alles Sachen, die man normalerweise beim Beruf Biochemie braucht. Raccoon-Tunnel. Und das Event-Raccoon wieder aufleben ist jetzt bald, oder was? Genau, das fängt, soweit ich weiß, am Dienstag an, läuft aber auch vielleicht nur eine Woche. Das ist quasi so das Halloween-Event von Star Wars. Von daher muss ich mich da, glaube ich, ranhalten und muss auch vorher dann soweit auch sein. Ja. Okay. Habe ich meine Kisten umsonst aufgehoben? Nee, wieso? Naja, ich dachte, ich könnte die für die Quest gebrauchen. Kann ich aber nicht. Bei dem Doc nicht, nee. Wow. Na gut. Kannst du ja noch schön irgendwie deinen Ruf erweitern, halt bei den vier Spezialisten deiner Basis. 2x2. Naja. Na gut, dann war es jetzt erstmal mit der Aufnahme. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.